Nachrichten hier bei Welt. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey verzichtet auf ihren Doktortitel. Im Streit um mögliche Plagiatsfälle in ihrer Doktorarbeit hat Bundesfamilienministerin Giffey jetzt Konsequenzen gezogen. So möchte sie künftig auf den Doktortitel verzichten. Das teilte die stellvertretende Vorsitzende des Berliner Landesverbands mit. Die Freie Universität Berlin hatte angekündigt, das Plagiatsverfahren um Giffeys Doktorarbeit neu aufrollen zu wollen. Zugeschaltet ist Daniela Will vor dem Bundeskanzleramt. Daniela, wie ist es denn zu dieser Entscheidung gekommen? Naja, Franziska Giffey, die hatte ja natürlich zur Kenntnis genommen, dass man dieses ganze Verfahren, diese Plagiatsvorwürfe neu zu prüfen, neu aufrollen wolle. Das habe sie zur Kenntnis genommen. Wir haben sie heute noch in einer Pressekonferenz erlebt. Da hat man ihr auch noch nichts angemerkt. Aber jetzt eben diese Meldung, dass sie auf den Doktortitel verzichten wolle. Was dem Ganzen vorausgegangen ist, das war Folgendes. Sie hatte eigentlich ja selbst 2019 noch angeregt, dass man das seitens der Freien Universität in Berlin prüfe. Ein Prüfverfahren hat dann stattgefunden und die Universität war dann zu dem Schluss gekommen, dass man es bei einer Rüge belassen könnte. Dann folgten aber eben zwei weitere Gerichtsgutachten bzw. rechtliche Gutachten, unter anderem eines auch in Auftrag gegeben von der Berliner CDU. Und da hatte die FU dann doch nochmal den Entschluss gefasst, dass es bei dieser Rüge nicht bleiben könne. Das sei wohl eben nur bei mittelschweren Fällen zulässig. Und das war eben im Falle von Franziska Giffey wohl so nicht gegeben. Deswegen die Ankündigung, das Ganze neu aufzurollen. Ja, und bevor es jetzt dazu kommen konnte, hat die amtierende Familienministerin jetzt eben freiwillig auf den Doktortitel verzichtet und hat ja in einer Stellungnahme auch erklärt, sie wolle eben damit verhindern, dass diese ganze Diskussion weiteren Schaden ihrer Familie zufüge, aber auch ihrer Partei zufüge und dass man das eben nicht weiterhin zur Grundlage für politische Auseinandersetzungen nehmen könnte. Und das zeigt eben schon, was ihre politische Karriere angeht, sieht man offensichtlich, dass Franziska Giffey daraus keine Konsequenzen ziehen wird. Ja, und wenn man das jetzt mit früheren Vorfällen vergleicht, müsste sie nicht dann aber doch ihren Ministerposten zur Verfügung stellen? Ja, es gibt natürlich Fälle aus der Vergangenheit. Wir erinnern uns an Annette Schavan, die eben auch freiwillig zurückgetreten ist, nachdem es Plagiatsvorwürfe gab, hat sie ihren Ministerposten niedergelegt. Auch der ehemalige Bundesverteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg, der ebenfalls nach Plagiatsvorwürfen irgendwann freiwillig zurückgetreten ist. Und auch Franziska Giffey hatte irgendwann mal gesagt, sie werde ihre Ämter niederlegen, sollte es eben zu einer Aberkennung ihres Doktortitels kommen. Jetzt muss man sagen, haben sich die politischen Lage allerdings auch ein bisschen, beziehungsweise Situation hat sich ein bisschen verschoben für Franziska Giffey. Also zum einen wird sie ja jetzt auch in die Doppelspitze oder soll sie jetzt eben auch die Doppelspitze des Berliner Landesverbandes der SPD einziehen, eben auch zur Spitzenkandidatin fürs Abgeordnetenhaus gemacht werden. Also perspektivisch könnte sie da regierende Bürgermeisterin werden. Das könnte natürlich auch dazu beigetragen haben, dass sie jetzt von diesem Verzicht auf ihre politischen Ämter da nichts mehr wissen will. Sie hat ja auch gesagt, sie will weiterhin Familienministerin bleiben und hat das eben auch so begründet, dass sie gesagt hat, dieser Titel, der sagt nichts darüber aus, was ich kann oder wer ich bin. Und das zeigt eben auch ganz klar, Franziska Giffey, die wird sich erstmal davon nicht aus der Ruhe bringen lassen und will weiterhin diese politischen Ämter verfolgen bzw. weiterhin innehaben. Daniela, danke für die ganz aktuellen Informationen fürs Kanzleramt.